250 Kilometer von Conakry, der Hauptstadt Guineas, entfernt, liegt Télémilé. Der Weg hierher ist mitunter beschwerlich. Entlang zahlreicher Tafelberge schlängelt sich die unasphaltierte Straße in das Hochland des westafrikanischen Landes. Der Staub der roten Erde legt sich über alles. Der Kontrast zwischen den grünen Bäumen und der trockenen Erde ist extrem. Dafür entlohnen grüne Oasen entlang von Flüssen und strahlen Ruhe aus. Projekt Nyside e.V. engagiert sich hier mit mehreren Projekten, darunter drei Grundschulen, zwei Krankenstationen und den beiden aktuellen Leuchtturmprojekten der medizinischen Berufsschule und einem Gymnasium in direkter Nachbarschaft in Télémilé. Jarama Deutschland, wir kommen hier auf dem Gelände vom Institut International de Formation en Santé de Télémilé. Es ist sehr groß, es ist über ein Hektar Land und hier haben wir viele, viele, viele Gebäude. Wir machen einfach die Runde. Hier haben wir den größten Saal, einen Raum, was wir errichtet haben. Das ist der Amphitheater Simmel. Er bietet Platz für 300 Personen. Und dann haben wir das Internat. Zusätzlich dazu muss ich nochmal betonen, dass es im Internat hier, es sind nicht nur Mädchen, es sind auch Mütter mit ihren Kindern untergebracht. Und hier haben wir unser Computerkabinett neben ein Hörsaal. Und dann haben wir die Schuldirektion. Und es geht dann weiter. Wir haben dort unser Labor und Konferenzsaal haben wir auch gebaut. Das, was wir ganz hier vorne haben, das Bunte, das ist unser Sportplatz, was wir vor 2 Jahren gebaut haben. No? Also man kann hier Fußball spielen, man kann Basketball spielen, man kann auch Volleyball spielen, je nachdem, was man will. Ja, und es ist einfach auch sehr schön zu sehen, dass es einfach richtig grün geworden ist. Die Mangobäume, die waren schon da, aber wir hatten entschieden, dass nur wenn ein Gebäude draufkommt, können wir einfach einen Baum vernichten. Und deswegen sind wir einfach so geblieben. Und das andere dort, das sind Bäume, die uns Schatten spenden. Und die haben wir auch vor 3 Jahren gepflanzt und die wachsen und gedeihen sehr gut. Hier sind wir auf einem kleinen Hof. Wir haben hier die Krankenstation. Hier werden die Menschen behandelt. Und hier haben wir auch unsere kleine Apotheke. Diese Apotheke wurde von Studenten von der Erasmus-Uni in Rotterdam gesponsert. Ja, und da haben wir die Entbindungsstation im Bau. So schnell wie möglich möchten wir das aufbauen, dass Dr. Yusuf auch hier richtig arbeiten kann. Wir haben auch eine dritte Säule, nämlich der Kräutergarten. Wir haben festgestellt, wenn man einfach die lokalen Pflanzen auch benutzt, um die Leute zu helfen, das ist auch eine gute Sache. Und das haben wir hier angefangen. Und auf der Fläche hier haben wir Palmen, wir haben Zitronen, wir haben Zitronengras, wir haben Moringa-Bäume, wir haben Nim-Bäume, also außer und innerhalb vom Hof. Wir stehen hier vor dem College, was wir gebaut haben. Also das College, wir fingen an, 21 zu bauen. Und nach 15 Monaten konnten wir einfach die Schule hier eröffnen. Wir sehen hier, das ist die Schuldirektion. Da haben wir das Büro vom Direktor und den stärkeren Direktor. Und dann haben wir die 7., 8., 9. und 10. Klasse. Und da ganz hinten haben wir die Toilette. Und daneben haben wir das Fundament des Lyceums, was dann entstehen wird. In Télémilé selbst, wie hier auf dem sonntäglichen Markt, aber auch in der Umgebung, in den Dörfern, kommt das Projekt direkt bei den Menschen an. Die Öffentlichkeit profitiert von der kleinen Krankenstation und zukünftig auch von der Entbindungsstation als zusätzliches Angebot zum Krankenhaus. Parallel dazu bietet es Schülerinnen und Schülern aus Guinea und auch teilweise aus den Nachbarländern einen aktiven Zugang zu einer praxisnahen Ausbildung als Krankenpfleger und Hebamme. Schon über 1100 Schülerinnen und Schüler haben seit 2018 einen der begehrten Abschlüsse erhalten und sind seitdem in den Gesundheitsdiensten und in der Geburtshilfe in ihren Kommunen aktiv. Wenn Sie mehr zu dem Projekt erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.projekt-miside.de.